Hallo und herzlich willkommen zurück, liebes Let's Play Universum, zu meinem Channel TwanHead und natürlich zum Türchen Nummer 7. Gut, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet alle schönen Spaß mit euren Geschenken und ich hoffe, ihr hattet alle schönen Spaß mit euren Lieben. Denn das ist die Hauptsache. So, Türchen Nummer 7 ist wieder ein kleines Schmankerl von Box 10. Denn diesmal ist es. Don't whack your teacher. Box10.com. Only great games. Sagt er, this game contains scenes of swerve, violence and gore. This is an outrage. Es fängt gut an. This is an outrage. Aber er lebt noch. Immerhin. Gut. Also, ihr kennt das Spiel. Wenn mich ein Lehrer, ja, ins Lehrerzimmer schickt, dann ist direkt eigentlich der Direktor vor mir, ja, und nicht mein Lehrer selber. Und dann guckt er mich an und kackt mich an und nicht. Naja, ist ja auch gut. So, und jetzt natürlich unsere Aufgabe wieder, wie viele Sachen? 13. 13 schicke, tolle Sachen zu finden, mit denen wir den Lehrer eigentlich wirklich abmurksen können. Abwarten. Fangen wir mal wieder oben rechts an. Das war irgendwie schon klar. Nettes Bienchenglas. Ja, natürlich. So, fertig. Geh dann mal. Lehrer ist kaputt. So. Ach, die Steckdose geht auch. Gut, Schirm. I am ashamed of you. How dare you? Ouch. Oh, no. Oh. Oh. Ich warte eigentlich nur noch darauf, dass der Schirm aufgeht. Ich muss ja sagen, das ist ein bisschen schwach. Na gut, es ist schrecklich, aber für das Spiel schwach. Aber naja, es war ein Regenschirm. Mein Gott, kriegst du mal einen Regenschirm, Bang? Oder ich? Steckdose. Aber er hat sich auch wehgetan. Man hat's gesehen. Man hat's genau gesehen. Der Lehrer ist eigentlich doof. Der die ganze Zeit immer schön am Rücken. Ich komme her. Dann wäre er davon losgekommen. Er hat natürlich zuerst versucht, an die Schere zu kommen. Durchschneiden. Nicht doof, aber krieg mal ein Kabel durchgeschnitten. Das ist auch nicht so einfach. Naja, Lehrer. Was hat, ein Buch. Schöne Lektüre. Hä? I am ashamed. Hi. Das ging ja noch. Der lebt noch? Ja. Diese Soundeffekte sind dann doch ein bisschen zu übertrieben, weil und dann kam noch.
Aber gut. Ich glaube, jede Birne wäre total zermatscht, wenn die so einen dicken Wälzer immer auf die Birne kriegen würde. Alter Schwede. Der geht nicht gerade zimperlich um mit seinem Lehrer. Das haben wir. Hier war ja nichts. Da ist auch kein Problem. Was? Mit dem Kleber geht gar nichts? Ah, mit. Oh, ein Teschke. Was haben wir denn da drin? Oh. Surprise me! Nice. Oh. Was ist das? Feuerzeug. Geil. Aber guckt erstmal in die Kamera. Der war gut. Der war echt gut. Ja. Very nice. So, da war noch der Stuhl. Ich ahne fürchterliches. Ja. Alter Schwede. Oh ja. Oh. Neuer Stuhl bei IKEA. Lehrer. Oh Gott. Boah. Der war. Ja, was ist das denn hier? So eine Art Insektenvernichtungsgedöns. Ich brauche irgendwas. Gib mir. Oh ja, oh, ist noch voll. Hm? How dare you? Aber er zuckt. Er wird nachlässig. Er macht es nicht mehr so 100%ig wie am Anfang. Aber ganz ehrlich, das Ende war auch wieder ein bisschen schwach. Einfach so. Pup. Ja. Was kann denn ein so ein kleiner Schüler gegen so einen ausgewachsenen Mann tun? Pup. Ja. Hätte der nochmal mit dieser Spritze zuschlagen sollen, so. Oder nochmal in die Ohren stoppen oder in die Nase. Das wäre geil gewesen. My goodness. Ich habe Ansprüche hier, das ist unglaublich. So, haben A. Oh. Ah, guck mal hier, zwei Stück. Die Kanne ist zuerst. Die Kanne. Oh. Oh, no. Oh, no. Er wollte noch so nett sein und helfen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so ein bisschen werten soll. Also, klar. Er hat sich echt Sorgen gemacht um den Jungen. Und dann sowas. Obwohl, ich glaube, dass am Ende mit dem heißen Wasser dieses hätte er sich vielleicht auch sparen können. So, aber jetzt wird's besser, glaube ich. Hoffe ich. Komm, jetzt gib ihm mal richtig. Ja! Hä? Lass mich! Home Run! Wer geht denn? Geil. So. Zacker. Der ist fest. Genau.
Wie brauchen wir denn noch? Ach, drei. Da sind zwei. Wo ist der dritte? Bestimmt die Vase da oben. Nein, nein, nein. Hm? Ah, okay. How dare you? I am ashamed of you. Ah! Boah! Ohne zu zögern. Absolut ohne. Without shame. Geil. Fatsch. Entschuldigung. Krass. Leck mich am Arsch. Was ist das? Ein Stift? Ein Pencil, ja. Vielleicht. Oh, oh. Dare you? Oh. Boah! Alter! Gut! Oh Gott! Bei welchen Menschen hört sich das so an, wenn man da irgendwie einen Stift reicht? Ja, und wenn man den auch wieder rauszieht, so. Also. Gut, mit den Soundeffekten soll einfach ein bisschen schlimmer dargestellt werden, als es ist, aber. Ah. Wenn ich hier so einen Bleistift sehe, muss ich immer an hier einen Film denken. Batman Begins, glaube ich, mit dem Joker. Heath Ledger, geil. Ne? Guck mal hier, ist ein Bleistift. Ah, tada, weg ist er. Szene ist so geil, ne? Also. Aber ich. Ach, das hätte er mit den Lehrer machen sollen. Herrlich. So, eins fehlt uns noch. Das muss ja hier. Aha! Die Vase. Hier, die Kreide oder was das ist, wäre auch geil gewesen. Die Vase. Zum Schluss. Wow. Oh. Ach. Mir hat wirklich der Baseballschläger best gefallen. Also. Einmal zack durch die Omme und fertig. Richtig geil. Ja. Ist er dann jetzt direkt wieder im Klassenzimmer und pennt. Was lernen wir daraus? Ich sag's lieber nicht. Liebe Kinder, seid immer nett zu euren Lehrern. Sie wollen euch eigentlich nichts Böses. Eigentlich. Klar, Schule ist immer ein bisschen blöd und Fahrt, sitzen, schreiben, zuhören und. Oh. Ich freue mich über jede Schule, die natürlich ein bisschen aktiver angeht und so weiter und so fort. Ne? Aber das da hat kein Lehrer verdient. Ist zwar schön, sich das mal hin und wieder ein bisschen vorzustellen, weil es gibt natürlich hin und wieder auch Lehrer, die sind so. Sind einfach ein bisschen komisch. Ich wünsche keinem, irgendwie einen zu haben, der dann. So ein bisschen auf einen abgesehen hat. Aber so gibt es leider wahrscheinlich auch. Was heißt wahrscheinlich? Ich hatte selber einen, aber gut, was soll's. Meine Schulzeit liegt auch schon ein bisschen was zurück. Alles klar. In diesem Sinne, liebe Leute, schönen 7. und morgen heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen zum 8. Türchen auf meinem Channel Swanhead. Gute Nacht. In diesem Sinne, nicht vergessen, I came to play.